Hallo zu On The Grid, mein Name ist Claudio Schiesel. Heute schaue ich mir mal einen Cargo-Scooter auf der TU Graz an. Servus Michael. Servus. Michael Wild. Du bist der Mit-CEO, wenn man so sagen kann. Genau, ja, genau. Oder einer von mehreren, die eben diesen Carrylary bauen. Und was ist eigentlich Carrylary? Genau, also Carrylary ist ein neues Fahrzeugkonzept für urbane Transporte. Und wie das ausschaut, zeige ich jetzt. Mein Kollege Lukas war so nett und hat das Fahrzeug schon hergefahren. Was man hier sieht, wir wollten ein möglichst kompaktes Fahrzeug bauen, welches möglichst trotzdem viel Transportkapazität aufweist und dabei auch noch Spaß bringt. Und schaffen tun wir das, indem wir eine stehende Fahrerposition haben, die eine gute Übersicht über den Straßenverkehr bringt, aber trotzdem kurzen Bauraum. Und obwohl das Fahrzeug so kurz ist, dass es quer auf einem normalen Parkplatz parken kann, kann man trotzdem 12 Kisten Bier transportieren. Also für die nächste Party sind wir gut ausgerüstet. Ich wollte gerade sagen, erstens dynamischer Einstieg und zweitens, du hast deine sogenannte Zielgruppe, also Studenten, schon erwischt. ist durchaus klar, so 12 Kisten Bier, da geht einmal an einem Wochenende gut was weiter. Ja. Kann ich mich gut erinnern. Also ich sehe jetzt hier, ihr habt einerseits hier diese Ladeposition, unten habt ihr auch ein paar Gurte, das heißt, man hat hier unten auch noch Stellflächen. Genau, die Idee war, dass man die schweren Sachen unten reinladen kann und das leichtere kann man oben reinladen. Und das Fahrzeug ist perfekt angepasst auf diese Gnome-Boxen, dass möglichst viele von diesen Kisten Platz finden. Da freut sich dann Boston Dynamics, wenn es die mal schaffen mit ihren automatischen Laderobotern. Voll, genau. Die können das dann direkt bestücken. Ja. Und wie ich eingangs erwähnt habe, wollen wir eigentlich auch Fahrspaß bringen. Und den schaffen wir eben durch zwei verschiedene Fahrmodi. Einmal eben diesen festen Modus, wie man jetzt gerade sieht. Also das Fahrzeug steht da sehr stabil. Und wenn man bei höheren Geschwindigkeiten unterwegs sein will, kann man umschalten auf den dynamischen, auf den Neigemodus und kann es dann richtig schön in die Kurven reinlegen. Aber das seht ihr dann im Video nochmal besser. Ja, das sehen wir jetzt auch hier eben in diesen kurzen Einschnitten. Aber vor allem eins, das Thema Neigetechnik. Mhm. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt mal im Fahrradbereich und als solches würde ich es jetzt mal bezeichnen, als technischer Laie, ja, so mehr oder weniger, eher weniger kennen. Also warum habt ihr da überhaupt eine Neigetechnik eingebaut? Also wir wollten vor allem das kombinieren, dass wenn man langsam fährt, trotzdem auch stabil fahren kann. Man hat dann zum Beispiel einen Rückwärtsgang, um leicht einparken zu können. Aber wenn man schneller fährt, kennt man das vom Fahrrad, ja, man neigt sich einfach in die Kurve ganz instinktiv. Aber bei vielen, zum Beispiel bei manchen Lastenfahrern der Fall ist, da funktioniert das nicht. Und deswegen haben wir eben für unseren Cargo-Scooter uns dazu entschieden, dass wir das kombinieren. Den Vorteil, dass man sich neigen kann für höhere Geschwindigkeiten und den Vorteil, wenn das Fahrzeug stabil ist, für geringe Geschwindigkeiten. Und das ist aber ja in erster Linie ein reines E-Bike, wenn man so möchte. Also das heißt ein Fahrzeug, das rein elektrisch fährt. Habt ihr auch etwas in Richtung Pedelec überlegt? Oder? Haben wir überlegt, aber unsere Idee war einfach, den Antriebsstrang möglichst einfach zu machen und alles wegzulassen, was man nicht unbedingt braucht. Also sprich alle mechanischen Komponenten. Ganz genau. Also deswegen haben wir Kette, Schaltung, Tretlager, haben wir alles möglichst weggelassen. Und es gibt einfach nur einen Gasknopf und fertig, weil wer den ganzen Tag Pakete ausliefert, der will eh nicht treten. Ja gut, das kann ich auch verstehen, weil es zumindest auf einer Seite dann eh entsprechend belastet. Genau, ja. Andererseits Around-Training ist auch so eine Sache. Wie lang kann man damit unterwegs sein? Wie schnell ist man damit unterwegs? Also man kann maximal 25 km/h fahren, das ist eben die gesetzliche Grenze, damit es noch als E-Bike gilt in Österreich. Und die Reichweite momentan sind so grob 40 km in der Stadt. Und nutzt ja auch die 0,6 Watt, glaube ich, ist die gesetzliche Grenze. Genau, ist die Maximalleistung. Ja, das ist nämlich auch über einen sogenannten EU-Schnitt, aber das ist eine andere Geschichte. Also das heißt, das nutzt ja voll aus. Genau, ja, richtig. Alles, was geht. Ja. Wie weit kommt man damit? So etwa 40 Kilometer ist momentan. Aber wir werden das dann so machen, dass wir die Akkus dann modular aufbauen, dass man quasi das Grundfahrzeug mit einem Akku kaufen kann und wenn man mehr Reichweite benötigt, kann man auch nachträglich die Akkus noch dazu stecken. Okay, aber mehr Akku heißt doch mehr Gewicht. Genau, aber die Akkus, also wir verwenden Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die sind relativ leicht und das schlagt sich minimalst mal wieder.
Wie ist das eigentlich dann mit Fahrleistungen im Winter? Weil normalerweise sagt man ja, dass diese Akkus eben im Winter oft einmal bis zu 50% von ihrer Leistung verlieren. Wie macht ihr das und wie schützt ihr überhaupt die Akkus, damit eben kein Geröll oder sonst irgendwas da drauf schlägt? Steine. Also ja gut, im Schotterfahren geht auch, man kann auch mit dem Schotterfahren. Nein, die Akkus sind fix in einem Gehäuse eingossen, schon vom Hersteller. Und die sind wasserdicht und schlagfest, also da kann eigentlich nichts passieren. Und wegen der Temperaturen, sollte man wirklich so weit fahren wollen, dass das ein Problem ist, dann kann man einfach quasi einen Akku dazu stecken. Dann kann man sich im Winter quasi einen Reserve-Akku dazu stecken, um die Reichweite gleich hochzuhalten. Hört sich gut an. Und Lukas, wie ist so das Fahrgefühl? Super, perfekt, 1A. Bist du wirklich sicher? Ja, sehr sicher. Ziemlich geil. Und wie oft fahrt ihr auf Partys mit den Dingern? Noch nicht so oft, weil wir zuerst einmal alles, weil wir es vorbereiten wollen. Und das Wichtigste, wie man sich fehlt, leider nur, das ist der Bierkühler. Und ohne Bierkühler verbaut der auf Dach, ich meine, das ist ja. Das geht nicht. Biertender, ja. Also gut, das heißt, ihr macht es dann irgendwann wahrscheinlich mit einer größeren österreichischen Brauerei eine Kooperation. Richtig, ja, genau, richtig. Das ist ein mobiler Bierstand, das man. Was will man mehr, oder? Ja, ich kenne so Umbauten als mobile Kaffeehäuser. Also. Ja, stimmt, ja. Ja. Der Kaffee ist eigentlich ungesund. Trink mal lieber Bier, ist gescheiter. Ein isotonisches Hopfen- und Malzgetränk. Ganz genau, ja. Guter alter Hopfen-Smoothie. Man sieht, es geht hier natürlich studentisch korrekt zu. In diesem Sinne, viel Spaß noch und viel Glück mit Cavalry. Super, danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.